ich denke mir, noch eine Fragerunde, dann wir können noch über verschiedene Fragen, die aufgeworfen sind, diskutieren. Aber eine Geschichte, die, denke ich, sehr plastisch ist, ist auch, womit die EU dafür wird, also wird gebücht. Also da wurden 3 Studien, glaube ich, erstellt und die agieren mit Milliardenbeträgen, die also als Wirtschaftsleistung rüberkommen sollen. Also was dann also witzigerweise auch umgerechnet wird pro Haushalt 544 Euro im Jahr pro Haushalt, dieses Durchschnittsrechnerei von Statistikern hier. Und mit den Arbeitsplätzen, die wir mal genau, also wenn sie denn kämen und nicht abgebaut wurden und verschwinden wie bei den Freihandelsabkommen NAFTA, würden das ungefähr, also bei der besten Rechnung von Bertelsmann wären das dann, glaube ich, 18.000 Arbeitsplätze im Jahr. Nicht im Monat, im Jahr. Also ein warmer März, der bringt mehr an Arbeitsplätzen als dieses Freihandelsabkommen. Also deswegen konkrete Frage, wozu braucht Europa, und wahrscheinlich ähnlich denken auch die Leute in, oder viele Leute in den USA, wozu brauchen wir CETA, wozu brauchen wir TTIP und wofür brauchen wir dann noch dieses nächste Abkommen, was im Hintergrund dann steht, TISA, wo es vor allem über die allgemeinen Dienstleistungen geht, wozu brauchen wir das? Also das kann man ja in 2 Sekunden machen und sagen für gar nichts. Wenn man schon mal Redezeit hat. Ich bin ja noch in der Schublade, möchte gern Politikerin, das heißt, mir kommt es ja nicht so oft vor. Ich möchte trotzdem dazu noch ein paar Sachen sagen. Und zwar, diese wirtschaftlichen Argumente, dass sie falsch sind, merkt man an ganz unterschiedlichen Dingen. Unter anderem ist mir in die Hände gefallen, ein Papierchen, was auch Bertelsmann geschrieben hat, aber für die Vereinigten Staaten, um dort die liebe Bevölkerung davon zu überzeugen, wie super dieses TTIP ist, weil da gibt es nämlich auch welche, die denken, Bakterien aus dem Rummel, ich komme aus Europa. Das heißt, da gibt es auch viele, die Angst haben. Und da argumentiert man genauso wie hier, nämlich mit tolle Jobs, Wirtschaftswachstum. Und was steht da? Nicht mal im Kleingedruckten. Da steht, hier in den USA gäbe es ganz toll viel Wachstum, weil es innerhalb der EU wegfällt. Interessante Argumentation. Weil die sagen, den amerikanischen Markt gedruckt und nicht für den europäischen. Da fragt man sich nämlich schon. Eine andere Sache, die ich aber auch hier auf den Tisch bringen möchte. Die erste Welt macht ein Handelsabkommen mit einem anderen Teil der ersten Welt. Die Verteilung von Vorteilen auf der Welt ist aber eine Waage. Das heißt, wenn es so wäre, nehmen wir mal an, es gäbe mehr Jobs und mehr Wirtschaftswachstum, es wäre nicht nur 1:1 Profit für Unternehmen, was die wahrscheinlichere Option ist, aber irgendwo landet mehr Geld. Daran ist kein Zweifel, sonst gäbe es gar kein Grund für das Abkommen. Das heißt, woanders fehlt dieses Geld. Und es fehlt genau denen, denen es jetzt schon am dreckigsten geht, weil wir untereinander uns immer mehr abschotten und immer mehr Grenzen um Europa, um die erste Welt herum errichten, die andere ausgrenzen. Diese Grenzen sind nicht tarifäre Barrieren, ja, in dem Fall. Also wir brauchen diese Grenzen nicht, aber wir müssen sie abbauen gegenüber anderen Ländern. Da bin ich für jedes Freihandelsabkommen, da können wir alles abbauen, was geht, weil diese Länder können es brauchen. Die USA braucht das nicht, Kanada braucht das nicht, bei TISA sind noch ein ganzer Haufen anderer Länder dabei, das sind Neuseeland dabei, Australien dabei, also da ist im Prinzip die ganze reiche Welt untereinander, macht sich da Deals. Und ich finde, man muss fair genug sein, um zu sagen, also erstmal ist es ein riesen Konfliktstoff für die Zukunft und Frontex noch mehr ausstatten, noch mehr Leute ersaufen lassen im Mittelmeer, das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist eine gerechtere Verteilung von dem, was wir haben auf der Welt. Und deshalb
brauchen wir keinen Teaser und keinen TTIP und kein CETA und kein gar nichts da. Also ich würde auch für meine Zollschlüssel aus meiner Werkzeugkiste entfernen. Also dafür brauche ich aber nicht diesen Vorkampf von TTIP. Also wofür brauchen wir es? Ich gehe mal davon aus, dass die Frage an mich gerichtet war. Ich sehe allgemein in diesen Freihandelsabkommen eher Chancen als Risiken. Das wird Sie jetzt nicht wundern. Und ich sehe dann eben auch und ziehe den Vergleich auch auf die EU. Ich komme aufs Grundsätzliche. Die EU war von ihrer Grundidee auch erstmal eine Freihandelszone. Und sie ist am Ende tatsächlich eine Erfolgsstory für die längste Phase Frieden, die wir in Europa jemals erlebt haben. Diese wirtschaftlichen, ja, Sie können das da eine andere Meinung vertreten, aber ich habe da meine Überzeugung, dass durch dieses Zusammenwachsen auch auf wirtschaftlicher Ebene, dass es Völkern schwieriger gemacht wird, am Ende gegeneinander Krieg zu führen. Jetzt können Sie natürlich fragen, ja, glaubst du allen Ernstes, dass wir mit den USA Krieg führen? Nein, natürlich nicht. Aber das ist das Grundprinzip, dass ich an einem Freihandelsabkommen auch immer eher die Chancen sehe als die Risiken. Jetzt kann man die Zahlen, die in Auftrag gegeben worden ist, in Frage stellen. Sicherlich, das ist immer alles nur Spekulation. Die Bertelsmann-Stiftung geht von rund 160.000 neuen Arbeitsplätzen aus. Das heißt, auf Hessen umgerechnet, die hessischen Exporte könnten um die 26% gesteigert werden. Für Hessen bedeutet das rund 6.800 Arbeitsplätze. Und da bin ich dann doch bei den Kollegen von der SPD. Also das sind schon auch Chancen, die nur wirklich auch geringen und mittelqualifizierten Arbeitnehmern zur Verfügung stehen würden. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass in diesem Freihandelsabkommen der Wohlstand nicht nur für einige wenige wächst, sondern im Geleitzug schon alle auch ein Stück weit mitnimmt. Ich will das Freihandelsabkommen. Bleiben wir mal bei der Europäischen Union. Am Ende war es die Europäische Union, aber auch andere Freihandelsabkommen haben schon dazu gedient, eine möglichst breite Menschen neue Perspektiven zu bieten. Und dass sind zum Beispiel die ganzen osteuropäischen Staaten, das ist aber auch Asien, da haben wir viele Abkommen getroffen, es sind viele bilaterale Abkommen getroffen. Und dass man das mit einem großen Abkommen jetzt, ich sag mal, überflüssig macht und sich auf, das ist wirklich auch eine Aufgabe, die EU übernehmen muss. Man muss sich ja nichts vormachen. Würde die EU das nicht machen, würde die Bundesrepublik in Einzelabkommen, in bilateralen Abkommen versuchen, diese Standards ausgleichen, um diese Chancen für diese Unternehmen und für die Mitarbeiter in Unternehmen zu heben. Das ist am Ende. Genau, das ist letzter Satz. Also es bleibt dabei, ich sehe mehr Chancen als Risiken und das mag aber auch jeder für sich persönlich beurteilen. Ja, hier ist das jetzt mit dem Wachstum durch Freihandel. Oder speziell durch dieses Freihandelsabkommen? Also es gibt ja Beispiele, die man zitieren kann. Und ein Freihandelsabkommen ist ja 20 Jahre alt geworden, das nordamerikanische Freihandelsabkommen. Und da gibt es eine ganz nüchterne Bilanz der amerikanischen Regierung. Die USA haben 700.000 Arbeitsplätze verloren, weil die billigen Arbeitsplätze nach Mexiko gegangen sind. Und auf der anderen Seite hat Mexiko die Kleinbauern verloren, weil sie geflutet wurden von amerikanischen subventionierten Mais. Ein ganz nüchternes Ergebnis. Ich weiß ja nicht, wer das bei Monitor mal gesehen hat, wo man Herrn de Gucht mal die Zahlen präsentiert hat. Der hat ja mal von 0,5% Wirtschaftswachstum geredet. Er hat aber vergessen, dass das im Jahr 2027 stattfindet. Das sind im Jahr 0,034% Wirtschaftswachstum. Das ist fast eine statistische Ungenauigkeit. Aber dass das sozusagen jetzt hier den Boom auslösen wird, das glaubt doch kein Mensch. Also da muss man schon einen festen liberalen Glauben haben.
Spaß beiseite, weil es geht eigentlich, ich habe das ja gleich am Anfang gesagt, nicht nur um dieses Handelsabkommen. Selbst wenn wir das den Kampf gewinnen und das ist weg, dann haben wir noch andere in der Pipeline. Wir haben mit Südamerika ein Handelsabkommen vorbereitet, mit Südafrika, mit Indien. Diese Politik der Handelsliberalisierung fängt nicht an mit dem TTIP und hört auch nicht auf mit TTIP. Das ist eine Politik, die man sagen, von den beiden großen Wirtschaftsblöcken überall hin betreibt. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt nur an dem Punkt Nein sagen, sondern es geht darum, dass wir in einer gerechteren Weltwirtschaft einfach hier von den Europäern Maßstäbe setzen, die nicht wegzuverhandeln sind. Und dann heißt es nicht freier Handel, sondern fairer Handel. Das muss ich sagen. Fairen globalen Handels in Zukunft. Und ich glaube, wenn wir die Diskussion wirklich ernsthaft über den TAP hinausführen, dann müssen wir das zum Maßstab nehmen für zukünftige Abkommen. Und ich bin ganz klar immer enttäuscht darüber, dass so viele noch, auch im Europäischen Parlament, aber auch in der Kommission sowieso, dem Glauben anhängen, dass völlig liberalisierter Handel uns immer allen nützt. Ja. Ich habe es ja gestern Abend auch gesagt, lieber Kollege, nach dem Motto, wir haben das doch mal gelernt im Jahre 2000 und etwas. Da haben alle gesagt, wir deregulieren den Finanzmarkt, ne? Und dann die Banker können das viel besser miteinander regeln, also muss die Politik raushalten. Und was daraus passiert ist, und da gebe ich durchaus Lernprozess unserer Seite zu, ne? Was daraus passiert ist, haben wir ja alle als Konsequenz teuer wahrnehmen müssen. Aber dass es jetzt im Handel sozusagen genauso geht, dass die Konzerne mal miteinander handeln, denen fällt am Ende vielleicht ein, wie sie Umwelt- und Verbraucher- oder auch Arbeitnehmerrechte dann irgendwie in die Abkommen reinsetzen. Das wird nicht gehen, das geht nur mit Politik. Ihre Chance jetzt. Keine Chance, den Abend zu drehen, nein. Also, ja, das geht nur mit Politik. Und warum macht man das? Warum wird über Freihandel in dieser Form verhandelt? Das ist genau, also ich meine, das mit der Deregulierung, das könnte man noch mal ein bisschen feiner ziselieren, an welcher Stelle da wo und wie dereguliert wird, weil man kann sich natürlich auch einfach tatsächlich auf Dinge verständigen, ob nun zu unserem Nutzen, zu dem Nutzen von anderen, dann hat man Regeln festgelegt und nicht nur dereguliert. Also Deregulierung ist nicht gleich Privatisierung, wenn man sowieso bei der Industrie ist, ist man an einer anderen Stelle. Ja, also deregulieren, der Vorwurf der Deregulierung betrifft insbesondere die Frage, was aus der öffentlichen Daseinsvorsorge, aus der Öffentlichkeit abgegeben wird. Und das ist etwas anderes als die Frage, auf welche Weise Standards in der Industrie festgelegt werden und wie Zulassungsverfahren laufen. Das ist die Frage. Es ist nichts anderes. Es ist völlig, doch, das ist etwas ganz anderes. Es ist natürlich an dieser Stelle völlig klar auch, warum die EU das vor 3 Jahren Gespräche begonnen hat. Es ist ja nicht so, dass die USA jetzt den großen Traum hatten, das mit der EU zu machen, sondern es ist tatsächlich umgekehrt gewesen. Und das ist genau deshalb gewesen, weil es da Hoffnungen gibt, dass man das kommt genau in der Krise, es kommt genau an der Stelle, wo es in der EU nach vielen Jahren der insgesamt des Reicherwerdens insgesamt in der Krisensituation ist und deshalb verhandelt man das, weil man diese Hoffnung hat. Ob man die Hoffnung teilt oder nicht, das ist die eine Frage. Aber warum die EU das jetzt verhandelt, das liegt doch völlig auf der Hand und da wird mir wahrscheinlich der Rest dem sogar zustimmen. Es geht darum, dass Menschen, die das verhandeln, die Hoffnung haben, dass darüber ein Stück weit mehr Profit gemacht werden kann und die Frage, die sich in dem Freihandelsabkommen nicht stellt, wenn man das verhandelt, sondern die da im Raum steht, ist dann natürlich, wer damit verdient. Und da möchte ich jetzt sozusagen an der Stelle auch eine etwas zurückhaltendere Position als andere einnehmen, die für meine Partei sprechen. Wenn man sich die Dinge anschaut, die bisher verhandelt worden sind, dann haben die verdient, die mit der starken Position reingegangen sind. Und deshalb ist es in der Tat eine Frage, ob man es grundsätzlich will, wenn es denn so am Ende auf dem Papier steht, wie das hier befürchtet wird. Unsere Position.
Position ist, wir möchten das verhandeln. Und wir möchten, dass es politisch verhandelt wird. Öffentlich, da. Hier, nicht da. Hier. Hier soll es verhandelt werden, nicht da. Hier müsst ihr euch anhören, was gewollt wird. Ja, ich höre mir das ja heute Abend. Das ist klasse. Ein Ohr rein, anderen raus. Ja, ich noch mal die Uhr. Ja, natürlich. Wir sind da hoch. So, also, wer mit dem Feuer spielt, muss sich nicht wundern, wenn er sich dann gleich nochmal die Finger verbrannt hat. Kann ich nur raten an der Stelle. Freihandel erzeugt nicht qua Definition Wachstumseffekte. Ja? Ist nicht so. Ja. Freihandel, wenn es ungleiche Partner sind, kann auch dazu führen, dass Arbeitsplätze abgebaut werden. Ja? Überlegt euch nur mal, es geht um Geopolitik, ist vorhin gesagt worden. Da würde ich schon auch gerne noch mal ein bisschen drüber reden. Hier im Publikum sitzt der Wolfgang Gerke, der unser außenpolitischer Sprecher ist, ja, der sich insbesondere mit diesem Ukraine-Konflikt da gerade beschäftigt. Überlegt euch mal, was passiert, wenn die Ukraine eine Zollunion kriegt mit der Europäischen Union. Was die Wettbewerbsfähigkeit der ukrainischen Landwirtschaft, ja, das ist ja dein Thema, angeht. Ich verstehe da nicht so viel davon, ja, und sowas. Ich habe gehört, ja, dass die Produktivität dort sehr, sehr niedrig sein soll und dass das ein echtes Problem ist. Ob die ihr Zeug dann noch verkauft kriegen, weiß ich nicht. Ich kann mir ungefähr vorstellen, ich bin ja Gewerkschafter, ja, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das in den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie, ja, wo ich arbeite, wie das da aussieht. Und ich kann mir auch ungefähr vorstellen, was das für Konsequenzen haben wird, wenn die 1:1 eben der Europäischen Union nur die Zollgeschichte, ja, beitreten, was die Fragestellung angeht, was das für Konsequenzen für die Menschen angeht. Ja. Wir diskutieren hier nicht über Ukraine, aber ich will nur sagen damit, Freihandel, das ist ja auch ein ganz kompliziertes Thema, wenn Länder sich entwickeln. Südkorea beispielsweise hat Jahrzehnte keinen Freihandel zugelassen, weil die ihre Industrie geschützt entwickeln wollten. Ja. Jetzt stehen die dick da. Ja. Also von daher, da muss man etwas genauer hinschauen. Diese Wachstumseffekte von der FDP, die kann ich mir einfach nur dadurch erklären, dass die FDP vor ihrem Abtritt irgendwie nochmal geklärt hat, dass alle Wachstumseffekte aus ganz Europa auf Hessen konzentriert werden. Dann wird es wahrscheinlich was. Ja? Und so, weil ansonsten höre ich immer etwas niedrigere Zahlen, 26% Exportwachstum. Das ist auch was in den Gewerkschaften Eindruck geschunden hätte. Ja, so die linken Kräfte in der Gewerkschaft, ja, also in meiner Gewerkschaft, haben dafür Sorge getragen, dass es eine eindeutige Positionierung, zumindest von Seiten der IG Metall, gibt, dass dieses Abkommen gestoppt werden muss, dass die Gespräche gestoppt werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, ja, weil da viele auch immer denken, ah ja, Arbeitsplätze und so weiter und so fort, aber das ist so scheißgefährlich, ja, dass man da eben sehr, sehr genau überlegen muss. Jetzt ist gesagt worden, von dem geschätzten Martin Häusling, dass ihr was gelernt habt, ja, wegen der Deregulierung. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt bei diesem Thema, du hast gesagt, reicher werden. Ja. Und so, es gibt so kleine Verteilungsungerechtigkeiten in Europa, wenn ich mal darauf hinweisen darf. Ja. Und da muss man auch rangehen. Es geht, selbstverständlich geht es ums große Geld. Das ist 45% des Weltmarktes. Ja. Und sowas. Und da gibt es Leute, die vor vielen Jahren schon gesagt haben, ja, wenn das Kapital dann mal einen Profit, ja, von 40% ausgelobt kriegt, dann ist es auch bereit, Kriege zu führen. Das macht mir Angst. Ja. Also ich will das jetzt hier überhaupt nicht in irgendeiner Form polemisch benutzen dazu. Ich glaube, die Kriegsgefahr ist gestiegen in den letzten Jahren. Und ich glaube auch, dass man das in die Überlegungen, ob man so einen Machtblock schafft, ja, mit reinnehmen muss. Ich bedanke mich mal bei allen Podiumsteilnehmern, also dass sie so diszipliniert waren, sodass wir also gleich viel Raum haben für die Publikumsdiskussion. Ich möchte aber gern vorher Herrn Dürr noch mal die Möglichkeit geben, einen Beitrag zu machen. Ich möchte keine Zusammenfassung geben, das ist ja auch zu früh. Aber es sind ja heute schon mehrere solcher Handelsabkommen benannt worden. TTIP, CETA und TISA. Ich füge noch zwei andere hinzu, die uns scheinbar nichts angehen, nämlich die Transpazifische Partnerschaft, also die Verhandlungen zwischen den USA und den Pazifikanrainern. Und ich füge hinzu, NAFTA, das schon seit 20 Jahren bestehen. Wir haben also
hier 5 Abkommen, zum Teil 20 Jahre alt, zum Teil noch nicht beschlossen, bei denen verschiedene Länder in mehreren dieser Abkommen Partner sein werden. Die USA in 3, die Europäische Union in mindestens 2 und so weiter. Sie können sich ausrechnen, dass internationale Juristen so etwas mit großer Freude sehen, weil diese Abkommen untereinander ja nicht kompatibel sind. Jedes für sich ist für sich beschlossen worden. Aber viele Länder sind in mehreren dieser Abkommen Partner. Und sie stehen unter der allgemeinen Forderung der Nichtdiskriminierung, der fairen Behandlung, Hinländerbehandlung und so weiter. Also hier sind juristische Kollisionen am Horizont, die jeden Anwalt freuen werden. Weil das so ist und weil das auch von der kanadischen Handelskammer gesehen wird, sagt die kanadische Handelskammer jetzt, Kanada sollte darauf achten, dass hier ein nahtloses Gesamtabkommen zustande kommt, bei dem alle 5 Abkommen untereinander kompatibel werden und zu einem Abkommen verschmolzen werden. Wenn Sie das haben, dann haben Sie das, was in meinen und in anderen Leute Albträumen eine Weltregierung der Ökonomie ist. Applaus.